Hallo zusammen, von mir gibt es ein kurzes Video. Eigentlich hatte ich vor, den 11-Fragen-Tag zu machen. Aber Leute, was soll ich sagen? Ich habe mir die ganzen Videos von euch angeschaut. Ich habe auch durchgeklickt, um nochmal auf die Schnelle eine Zusammenfassung der Fragen zu finden, die sich ja zwischenzeitlich, das ist ja mit Sinn dieses Tags, so ein bisschen verändert haben. Und die Leute, wo ich dann reingeklickt habe in die Infobox, haben leider in ihrem Video gesagt, dass sie die noch reinpacken, haben es aber bis jetzt nicht gemacht. Und da ich jetzt keinen Bock mehr habe, nochmal alle Videos zu schauen, ad hoc und Bock hatte, dieses Video zu machen, machen wir das anders. Ich mache jetzt einfach den Einfragen-Tag. Ich möchte nämlich gerne was sagen zum Vlogtaculum. Das ist ja die 11. Frage, wo es dann ging, ist es schade, dass es das Vlogtaculum nicht mehr gibt? Und da habe ich mir gedacht, da kann ich auch was sagen, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja eine von den 3 Personen, die das Ganze organisiert haben. Ist es schade, dass es das Vlogtaculum nicht mehr gibt? Ja, finde ich durchaus schade, denn Vlogs finde ich cool, gesammelte Playlists von verschiedenen Leuten, verschiedenen Ansichten, verschiedenen Themen, finde ich auch super. Und das Projekt hat super viel Spaß gemacht, es hat mega viel Spaß gemacht, sich die ganzen Videos anzuschauen, die ihr da so kreiert habt. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, was ich nicht so ganz verstehen kann, ich ganz persönlich, ist, wenn ihr so Bock habt auf Vlogs, dann macht doch das, was wir in unserem letzten Hangout dazu auch gesagt haben, macht selber welche. Denkt euch ein Thema aus und stellt es einfach in die Community. Oder wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht es doch wie bei einem Tag, macht ein Video und ruft ein paar Leute dazu auf, halt irgendwie ein Video dazu zu machen und anderen Leuten das zu sagen. Und wenn ihr so viel Bock darauf habt, frage ich mich, warum sich unsere Playlists nicht weiter erweitert haben, seit wir das Projekt offiziell beendet haben. Denn wir haben ja gesagt, wenn von euch noch Videos kommen zu den Themen, die wir schon gemacht haben, dann packen wir die natürlich auch noch in unsere Playlist rein. Komischerweise kam da genau eins und das ziemlich genau, nachdem wir das Projekt beendet haben, quasi ein Nachzügler, wie wir den jeden Monat im Grunde hatten. Mehr ist da aber nicht gekommen. Also von daher, vielen Dank für das Lob an das Projekt, also einfach jetzt mal von mir persönlich, und dass euch das so super viel Spaß gemacht hat. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, ich weiß, den anderen beiden hat es auch total viel Spaß gemacht, aber nehmt das als Aufhänger, macht was draus. Es muss ja nicht Vlogtaculum heißen, macht einfach Vlogs, nehmt einen der Vorschläge, die ich euch genannt habe, oder macht nachträglich noch Videos. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und sie mir super gerne anschauen. Bis demnächst, tschüss.